Diese neue Box hier dreht sich rund um Glurak, einem der wohl beliebtesten, aber aus meiner Sicht manchmal auch etwas overhypedesten Pokémon. Aber es gibt schon viele, die diese Box hier geöffnet haben und regelrecht davon schwärmen, was hier genau drin ist und ob sich ein Kauf lohnt, das finden wir heute heraus. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greeby von Giga Labastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Hallo. Und wir öffnen die Premium-Kollektion Glurak EX. Ja, die Pokémon Company, die hat in letzter Zeit sehr, sehr viele Premium-Kollektionen veröffentlicht. Ich habe ja einige vorgestellt, die auch manchmal etwas teuer waren. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und ich sehe auf jeden Fall, dass diese Box hier sehr gut geleimt ist. Also die kriegen wir auf jeden Fall. Oh Gott, Nicht so sauber auf, aber gut, das passiert mir eben auch manchmal. Am Ende ist es ja eh nur Pappmüll. Und ihr wisst ganz genau, was jetzt passiert. Ich liebe es. Also, was haben wir denn hier? Wir haben eine Box mit Glurak EX als Full Art Karte. Und zwar als Full Art Promo Karte, was schon mal sehr, sehr sweet ist. Angelehnt hier an Obsidian Flammen, was ja das letzte große Set war vor 1.5.1. Jetzt kommt ja Paradox Rift oder ist vielleicht schon draußen, wenn das Video hier kommt. Außerdem erhaltet ihr aus Obsidian Flammen einmal Glumanda und einmal Glutexo. Natürlich wollen wir uns die Karten etwas genauer anschauen. Es handelt sich hier also um die Glumanda-Karte aus dem Obsidian Flammen-Set, nicht 1.5.1. Und auch das gleiche hier bei Glutexo. Die bekommen aber hier diesen Holo-Schimmer. Der ist nicht ganz so krass wie bei anderen Promokarten. Zuletzt hatten wir das zum Beispiel bei der Simsala EX-Kollektion aus 1.5.1. Das hat mir extrem gut gefallen. Und wie gesagt, dann hier noch die Glurak EX-Promokarte. Sieht ein bisschen so aus wie die Full Art aus Obsidian Flammen. Gar keine Frage. Hier aber die Pose leicht verändert. Und, das ist wichtig für alle Sammler, diese Full Art Karte hier von Glurak EX, die gehört zur Black Star Promo Reihe. Also, falls die jemand sammelt und jede Promo möchte, dann ist so ein Stück, das bräuchtet ihr dann. Ansonsten ist es eine spielstarke Karte, gibt es in sehr vielen Varianten und Decks. Leider ist das Centering nicht ganz perfekt, hier oben ist es viel, viel dicker. Das sieht man hier auf der Rückseite sicherlich auch. Ja, es ist okay, aber leider auch nicht so gut. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade bei Promokarten, denn so eine Box kauft ihr euch in der Regel wegen der Promo. Hier gibt es zumindest noch ein paar Extras. Und ihr seht auch schon was ganz Neues, was ganz Besonderes. Es gibt nämlich hier zum allerersten Mal in einem Set einen Kartenhalter. Der wird hier nochmal einfoliert. Sieht erstmal sehr wertig aus, ist von Ultra Pro vertrieben und ihr bekommt dann hier auch noch den passenden Ständer dazu, die Halterung. Auch nochmal extra verpackt. Oh Gott, das ist aber wirklich wieder viel Plastik. So, und dann könnt ihr das hier relativ simpel reinstecken. So, ziehen wir es mal ein bisschen raus hier. Oder nee, andersrum wahrscheinlich. So, genau. Ah, das ist ein bisschen, naja. Also ich finde, diese Halterung sieht sehr, sehr, ich sag mal, billig aus. Nicht sehr wertig. Der Ständer an sich ist, also das Teil, die Halterung an sich ist ganz cool für die Karte. Die mag ich hier auch mit den Energiezeichen. Und dann könnt ihr hier praktisch unten eine Karte eurer Wahl. Warte mal. Ah ja, ich sehe jetzt hier gerade, das ist so eine Art Magnethalterung. Dadurch wird das geöffnet. Karte reinlegen. Passt leid, also ihr könnt keine Hülle benutzen, ja. Wenn dann nur so eine Perfect-Sized-Hülle, wo das wirklich sehr geschmeidig anliegt. Aber größere Kartenhüllen wie die, die in den Top-Trainerboxen dabei sind, die gehen nicht. So, jetzt machen wir das vorsichtig hier wieder zu. Wie war's? So, stellen das rein. Ja, fertig aus. Mickey Maus ist ganz nett. Es ist auf jeden Fall eine nette Beigabe, das muss man schon mal sagen. Sowas gab es vorher noch nicht. Die Pokémon Company sucht also nach Mitteln und Wegen, wie sie ihre Produktpalette ein bisschen erweitern kann. Ich finde es nicht schlecht, aber so komplett zu 100% überzeugt bin ich jetzt nicht. Dadurch, dass man sie nicht einsleeven kann, nur in den Perfect Size fließt, das schon mal ein Minuspunkt. Das hier gefällt mir ganz gut, das wirkt wirklich sehr, sehr wertig hier. Aber das Teil, das ist ein bisschen optisch hässlich, muss ich mal sagen. Aber gut, das ist ja nicht das Einzige, was ihr bekommt. Ihr bekommt nämlich auch noch Kartenhüllen mit Glurak drauf. Ich bin kein sehr großer Freund von diesen dick farblichen Rändern.
das komplette Ding mit dem Bild würde mir besser gefallen, aber gut, das ist schon trotzdem ganz nett, wenn man ein Glurak-Deck zum Beispiel spielt, sehr, sehr passend. Und dazu noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booster. Das Ganze kostet euch zur unverbindlichen Preisempfehlung 47,99 € und damit natürlich weitaus weniger als zum Beispiel die entwickelnde Kräfte-Premium-Kollektion, die ich euch vorgestellt hatte. Und ich finde den Preis in Ordnung, ja? Ihr bekommt 6 Booster, das ist ein bisschen weniger als bei einer normalen Top-Trainer-Box von früher, da gab es ja 8 Booster. Dafür allerdings bekommt ihr wirklich schöne Karten dazu, ihr bekommt die Entwicklungsreihe mit einer schönen Glurak-Promo, die auch spielstark ist. Passen dazu dann noch die Höhlen obendrauf und ja, als extra dann eben hier noch diesen Kartenständer. Das ist okay. Und ich habe auch schon gesehen, die Box gibt es teilweise im Angebot für ja, 42 € oder so. Da macht man dann auch nichts verkehrt. So, von daher denke ich, ist das jetzt ein Produkt, was zu den Besseren gehört. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass die Pull-Rate entsprechend gut ist hier. Obsidian Flamm hat uns ja schon einiges gegönnt und es wäre ja gelacht, wenn wir hier sogar noch mit einem Glurak nach Hause gehen. Feuerenergie, let's go und es ist erstmal nur Kampf. Mit einem Schmerbe und Schlickter. Ich justiere die Kamera noch ein bisschen. Wir kennen natürlich auch aus Obsidian Flamm schon eine ganze Menge Karten. Da müssen wir nicht mehr so genau auf sie eingehen. Branavarz haben wir nicht ganz so oft gezogen. Siberio als Reverse. Und unsere Chance auf den ersten Hit des Tages. Foxel, trotzdem noch ein Hit des Tages? Ah, Sagaria als normale Rare-Karte. Die haben wir wirklich sehr, sehr oft gezogen, Sagaria. Sehr, sehr oft. Achso, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, es waren jetzt 3-mal Obsidian Flammen, 2-mal Karmesin und Purpur und Entwicklungen in Paldea. Also, wie ich finde, auch eine sehr gute Mischung zu den jeweiligen Boostern. Booster-Erweiterungen, ja. Psycho, 3, 2, 1. Und es ist Stahl. Mangunior, Glumanda, Dratini. Guck mal, das Glumanda gerade eben wieder, nur ohne Holo-Effekt. Also wenn ihr das möchtet für eure Sammlung, dann bräuchtet ihr die natürlich auch. Ach, Krawel schon wieder. Krawel, Krawel. Krawel, Krawel. Taub drüber ginst am Musenhain. Iskalar. Und der Trommelwirbel. Verheißt leider nichts Gutes. Oder etwa doch. Das ist auch leider nur eine normale Rare-Karte. Schauen wir mal rein ins Basisset Karmesin und Purpur. Da gibt es natürlich auch noch ein paar Karten, die ich gerne ziehen wollen würde. Gibt wirklich sehr schöne Karten in dem Basisset. Kauft das eigentlich jemand von euch noch so aktiv oder habt ihr das alles schon so abgehakt, diese ganzen Erweiterungen? Ich persönlich mag ja so eine Mischung, ja, dass man nochmal so eine Palette bekommt an Boostern aus Karmesin und Purpur. Wasserenergie. Aber schön ist auf jeden Fall, dass es hier auch in Anführungszeichen nur Karmesin und Purpur Booster diesmal sind, dass man eben nicht nochmal in Schwert und Schild zurückfällt, sondern dass man hier wirklich mal ganz gezielt in diese neue Ära hineingeht mit diesem Set. Das finde ich ziemlich, ziemlich nice. Und ziemlich nice fände ich auch, jetzt endlich mal einen Hit zu ziehen. Oder Pokéball Reverse und da kommt Klibbe, Klibbe. Dann vielleicht eben mal Entwicklungen in Paldea. Übrigens, wieso ist der Code hier falsch rum? Übrigens, ihr könnt mich sehr gerne unterstützen, indem ihr den Kanal hier mal abonniert und dem Video einen Like gebt und mir mal reinschreibt, habt ihr euch die Box geholt? Ich höre sehr viel Gutes. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht für das Geld, was man bezahlen muss. Man kriegt schon eine ganze Menge. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, Abo, Like und sowas, das wäre auch nice. Oh, ihr könnt übrigens auch Kanalmitglied werden. Da finanziert ihr den Kanal so ein bisschen mit, also unterstützt mich finanziell. Gibt verschiedene Preisklassen, je nachdem, was da passt. In jedem Falle freue ich mich über jeden, der hier einschaltet und dabei bleibt. Dankeschön. So, und jetzt wollen wir mal eine Unlichtenergie. Warum denn nicht? Haben wir lange nicht mehr gesagt, aber es wird Psycho. Aber zumindest Kramux als Unlicht-Pokémon. Das ist doch was. Unlicht-Psycho, Unlicht-Psycho. Alright. Jetzt kommt mal Kampf. Kramor ist am Start. Vipitz ist nochmal mit Unlicht. Und jetzt brauche ich mal einen geilen Hit. Nee, das ist es auch nicht. Jetzt aber. Was passiert denn hier? Ich muss aber auch sagen, ich habe heute Morgen ein paar TCG-Live-Booster ausgepackt. Und die waren jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Pflanzenenergie. Da hat nur in einem einzigen Booster ein Hit drin gesteckt. Ansonsten, glaube ich, in ganz vielen anderen. Ich habe da einen Haufen Codekarten.
war nix. Da war einfach nix. Aber gut, vielleicht ziehen wir jetzt dafür eine schöne Miraidon Alt Art Karte. Trommelwirbel, bitteschön. Wir wollen nochmal einen Hit sehen. Einen Hit sehen. Jawoll! Da kommt doch mal ein Hit. Koraidon EX als Full Art Karte. Na, bitteschön. Es geht doch. Man muss es eben manchmal ein bisschen in die richtige Richtung treiben. Da haben wir sogar eine sehr schöne Karte hier bekommen. Koraidon EX habe ich noch nicht gezogen. Kommt hier als Full Art Variante mit dem Dino-Ruf. Da kann man einmal während seines Zuges nach bis zu 2 Basiskampfenergien aus dem Ablagestapel suchen und sie beliebig an Basiskampf-Pokémon anlegen. Allerdings endet dann auch der Zug und Wilde Erschütterung macht 220 Schaden. Im nächsten Zug kann Koraidon EX allerdings nicht angreifen. Nicht ganz so stark die Karte fürs Spiel, muss man fairerweise zugeben. Aber optisch macht die einiges her und gefällt mir sehr gut. Und immerhin endlich mal wieder eine Full Art als Hit. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Booster fürs heutige Opening an, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hier dabei gewesen zu sein. Ja, viel draus gezogen haben wir jetzt natürlich nicht. Das macht's immer ein bisschen madig, wenn man so viel Geld ausgibt für eine Box. Also kauft euch die Dinger nicht, weil ihr denkt, oh, da sind jetzt krasse Hits dabei. Aber ihr kriegt ein schönes Glurak, das wirklich spielstark ist. Gar keine Frage. Gehört auch zu den wertvollsten Karten aus Obsidian Flammen. Und nicht Energie. Oh, jetzt wird's Elektro. Und von daher, auch mit den Hüllen, die kosten ja in der Regel so um die 5 Euro, da kann man schon einiges an Wert wieder wettmachen. Ne? Diese Halterung, okay, weiß ich nicht, wie man die bewerten könnte, vielleicht mit 3 bis 5 Euro. Naja, und dann mit Promo und allem drum und dran, 6 Booster ist okay. Ist jetzt kein absoluter Banger als Angebot, aber hey, ist ja auch unverbindliche Preisempfehlung. Haltet ruhig mal die Ausschau nach guten Angeboten. Und jetzt halten wir Ausschau nach Last Pack Luck, ihr Lieben. Trommelwirbel nochmal. Dankeschön fürs Einschalten. Und jetzt freuen wir uns über Frag uns. Aber dafür vielleicht noch ein zweiter Hit. Jawohl, da kommt nochmal ein zweiter Hit mit Absol EX. Eine der schöneren normalen EX-Karten aus Obsidian Flammen mit dem Seher. Da schaut man die obersten 3 Karten des Decks eines der beiden Spieler an und legt die Karten in beliebiger Reihenfolge zurück aufs Deck und verfluchter Schlag 100 Schaden plus, wenn der Gegner 3 oder weniger Karten auf der Hand hat, nochmal 120 obendrauf. Sehr, sehr schönes Finish hier. Last Pack Magic ist da. Dazu kommt noch die Koraidon Fuller. 2 Hits aus 6 Boostern. Das ist voll fein. Das nehmen wir mit. Genauso wie die Promos. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Euer Giga Grevy von Gigalabastia. Ciao, ciao. We'll be right back.